Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roblox. Heute werden wir mal gemeinsam versuchen, so viele wie mögliche Tsunamis zu überleben im Tsunami Survival Simulator. Keine Ahnung warum. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ziemlich hoch. Ja. So, wo ist denn hier der Tsunami? Aha, da unten ist ein Tempel auf der Welle. Das Geile hier, also ich habe das noch nie gespielt, nur auf YouTube schon mal gesehen. Das Geile hier ist nur, man kann hier nicht halt runterfallen. Ja. Und anscheinend gibt es hier Punkte und dann kann man sich hier so Sachen kaufen. Also das kann man dann mit den Punkten kaufen. Und hier oben steht dann halt, the waves will start in 1 second. Waves will... Leute, wie komme ich denn da hoch? Oh Junge, ey, was ist das für ein... Oh Leute, wir sind fast tot. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guck mal, wie hoch das ist. Guck mal, wie hoch das ist. Werden die Sachen dann noch weggespielt? Oh mein Gott, ist das der letzte Tag von diesem An. Er hat verkackt. Ja, dumm geworden. Einfach dumm geworden. Ich finde, dass wir nicht ausschaut, haben was überlebt. Also es macht Spaß. Genau, da ist gerade einer reingesprungen. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, ich mach das. Also Leute, unser Name war da ganz hinten. Ich würde sagen, wir packen erstmal schnell die besten Liste weg. So. The waves will start in 8 seconds. Okay. Ey, heute, ich bin erstmal so um. Ich komme heute erstmal so ganz gechillt um 1:30 nach Hause so, ne? Und dann so, ich habe doch nur noch so gefühlt 30.000 Hausaufgaben auf. Ist gefühlt wirklich so. Ich hatte noch 30.000 Hausaufgaben gefühlt. Habe ich halt auch immer noch. Ich habe sie noch nicht gemacht. Und ich freue mich halt überhaupt nicht auf diese Hausaufgaben. Die Hausaufgaben sind immer noch. So Leute. Leute, schnell beeilen. Jeder, der kein Set hier hat, hat sich auch gerade gezogen. Hat mich nicht verpasst, weil ich meine. Oh nein. Nein. Ich muss mal keinen Wind von mir sein. Oh mein Gott. Hä? Ein Kuchen. Chesburgers. Kostet 21 Punkte, nein, Mist. I love you. Ah, Junge, das sind alle erstmal runtergeschlossen. Ey, Junge, dann halt ich wieder keine Nein. Oh mein Gott! Ey, wisst ihr noch, ich habe ja gestern Livestream gemacht, heute kann ich kein Livestream machen, weil da steht, auf YouTube steht, keine Livestream ist verfügbar. Finde ich auch blöd, aber es ist nicht so der Weltuntergang, aber es ist halt schade, ne? Oh, ich habe 21 Punkte, Leute. I've got a pen and a pencil too. Pencil sharpener. Oder damit fliegt man nicht so schnell.
Im Boden. Die Leute, werden uns jetzt hier erstmal ein bisschen an der Offene versuchen. Ist ja auch so eine kleine Offene, merkt man, ne? Ich würde dann mit dem Backen. In der nächsten Folge werde ich vielleicht auch mal so eine Offene-Folge draus machen, aber ich bin halt richtig, richtig gut in Offen. Und, also eigentlich, manchmal bin ich es auch nicht. Also, ist immer so mittelmäßig. Eben bin ich halt gestorben, weil ich habe diese Welle einfach nicht gesehen. Okay, und dann nimmt man immer schon mal diesen Schirm hier raus. Damit, dann fällt man halt nicht so schnell, ne? Weil guck mal. Dann fahre ich jetzt. Oh mein Gott, Alter, ich bin gerade da. Wir sind safe, Leute. Wir haben es geschafft, wir sind safe. Alter, die so alle hier noch hochklettern wollen und so alle gefühlt da unten so löschen. Jo, er ist gestorben. Überlebt er so? Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, den da unten. Das fühlt sich wie ein Witterler. Mal, wenn ich den Schirm habe, dann bin ich tiefer und wenn ich keinen Schirm habe. Das brauche ich auch. Ich wusste das. Weil damit kann man dann Sachen zubauen. Oh ja, genau 16 Punkte. Hey, die wollen mich dafür verarschen. Oh ja. Ja, wenn wir jetzt noch eine höhere Welle gekommen wären, ja, dann müsste ich springen und diesen Platz. Hä? Ja, ich meine, das ist nicht so gut.
Ja. Und der Hand ist geil. Kann man so dumm sein und nicht so umlaufen? Wieso alle da unten verrecken? Alter, guck mal, die verrecken da alle. Ich bin sicher. Ich bin jetzt der einzige, der überlebt ist heutzutage. Schade, ich hab das, dass ich da irgendwelche Dinge aufstelle. Okay, Paul Lehrer. Put your hands in mine. Nein, jetzt hört doch mal auf, meine schöne Mauer kaputt zu. Put your hands in mine.
Cheeseburgers. Mmm, Cheeseburgers. Dieser Blamage würde ich auch schon sagen, das soll es gewesen sein mit dem heutigen Video. In der nächsten Folge werde ich den Tropical Resort Tycoon weiterspielen. Ich gucke auch nochmal, wie ich es hinkriege, dass ich endlich wieder Livestreams machen kann. Und lasst in dem Livestream auch gerne ein bisschen Geld da. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, es war ein schönes Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert und wenn ihr davon noch mehr wollt. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.